Naja, nennen wir das Hackerspace-Kollektiv oder Wohngemeinschaft von verschiedenen Hackergruppen und Communities hier in Zürich. Wir haben hier auch noch Gäste bei uns, die verschiedenen Gruppen vorstellen wollen. Das ist so eine, sagen wir mal, unsere Opening Ceremony von unserem Beitrag als sowohl Kanal wie auch verschiedene Assemblies als Teil dieser RC3, dieses RC3-Abenteuers. Zum Wohl! Wo sind wir? Wir haben auch, wie alle anderen, seit Tagen und Wochen uns vorbereitet auf dieses große Chaos-Abenteuer. We have prepared a few weeks on various different platforms to put together a program that is partially happening locally as a production team and partially happening with all you online. In our virtual interaction possibilities of the remote chaos experience. So what is this Bitwäscherei? I think it's the first time maybe you have heard about the Bitwäscherei. Was ist diese Bitwäscherei? Das glaube ich zum ersten Mal sieht man das in diesem Chaos-Umfeld. Willst du etwas sagen? Nein, okay. Bitwäscherei, es ist ungefähr ein Jahr her. Da wurden verschiedene Hacker-Communities aus ihren Reihen rausgeschmissen, hier in Zürich in der Schweiz. Der Chaos Computer Club Zürich wurde nach langjährigem Betreibung eines Hackerspace der Mietvertrag beendet. Und die Schweizerische Gesellschaft für Mechatronische Kunst, die einen, sagen wir mal, Maker-Elektroniklabor betrieben hat, wurde nach 10 Jahren auch rausgeschmissen. Dann haben wir doch gedacht, vielleicht könnten wir mal miteinander sprechen. Und das ist auch passiert und wir haben jetzt im Zusammenschluss von mehreren Communities und Gruppen in Zürich uns beworben für eine Zwischennutzung mitten in der Stadt Zürich in einem Gebäude, das auch als ehemalige Zentralwäscherei Zürich bekannt ist. Wir sind mitten im Zentrum der Stadt, neben den Banken und neben den schönen grünen Parks, neben dem Prime Tower, wenn ihr das kennt. Wir sind jetzt hier eingezogen, erst diesen Sommer. Im Laufe dieser auch, sagen wir mal, seltsamen Zeit, das, wo man sich nicht zu viele große Anlässe machen konnte, haben wir die Zeit genutzt, um diesen Space aufzubauen. Wir haben Wände gezimmert, wir haben Elektronikbauteile sortiert, wir haben Küchen gebaut und so weiter. Es ist ein neues Abenteuer, das wir gemeinsam betreten, dass wir nicht ein Hackerspace sind, sondern eine sogenannte Hackerspace-Gemeinschaft, ein Hackerspace-Kollektiv. Eine offene Werkstatt für Medien, Technologie, Kunst und allgemeines Geeken und Nerden. Wer ist alles involviert? Ich habe vielleicht zeige ich kurz eine kleine Webseite, die wir gebastelt haben. So what I was saying before in German, in English means that we have started a new collective of hackerspace, of a hackerspace. We're like 4, 5, 6, 8, 10 groups that have move together to run a space for art, technology, digitalization, IT, and so forth. And we call it Bitwäscherei because we're in a building that used to be a washing place. Mm-hmm. Dieses Jahr sind wir als Kanal und als Assembly mit dabei. Und es ist auch das erste Mal, dass diese verschiedenen Gruppen, die hier involviert sind, so eine größere Zusammenarbeit jetzt auch auf die Beine gestellt haben. Die Gruppen, die hier zusammengekommen sind, sind der Chaos Computer Club Zürich. Er repräsentiert, denn er wird jetzt etwas noch dazu erzählen. Es ist auch die Schweizerische Gesellschaft für Mechatronische Kunst. Da werde auch ich noch etwas dazu erzählen. Vielleicht noch Millis, der auch hier ist. Es ist die digitale Gesellschaft, die auch viele von der, sagen wir mal, Infrastruktur, die wir jetzt benutzen, digitale Infrastruktur zur Verfügung gestellt hat, damit wir dieses Projekt umsetzen können, diesen Beitrag. Und es ist die Linux User Group Schweiz, die auch hier regelmäßig Treffen machen will. Im Moment sind auch diese Treffen leider ausgesetzt. Wir sind hier im dritten Stock. Wir haben etwa 300 Quadratmeter und wir laden euch ein, alle um 7 Uhr gemeinsam mit uns wieder auf diesem Kanal
eine kleine Tour mit uns zu machen, wo wir euch die verschiedenen Werkstätten und blinkenden LEDs und Computers und Küchen zeigen können. Was wir hier aufgebaut haben, ist eine geteilte Werkstatt, ein geteilter Denk- und Interaktionsraum, den wir auch mit einer zusätzlichen Gruppe teilen, die heißt Hacteria, Open Source Biological Art. Wir haben hier auch eine Werkstatt für Elektronik, wie auch eine Werkstatt oder ein Labor für was wir Open Science, offene Wissenschaften nennen. Vielleicht wollen wir jetzt vereinzelt diese Gruppen noch etwas vorstellen, die hier sind, und beginnen eventuell mit dir, Segras, oder? Ich begebe mich gerade von der Bühne weg und komme gleich wieder. Ja, salut zusammen, salut zusammen, welcome. Ich bin Segras vom CCC Zürich, und der CCC Zürich hat seit 20 Jahren ungefähr betreibt der schon Hackerspaces in Zürich. Und wir wurden jetzt rausgeschmissen vor ungefähr letztes Jahr und haben uns eben gedacht, wir brauchen eben etwas Neues, und das hier ist dieser neue Hackerspace. Nachdem es uns schon 20 Jahre gibt, ungefähr, wir sind nur einer der RFAs, die hier in der Schweiz unterwegs sind. Es gibt noch etwa ein Dutzend weitere. Zwischen Schaffhausen und Luzern und Bern und Rapperswil und St. Gallen und ein paar, die ich vergessen habe. Das sind eine ganze Menge, und zusammen sind die einzelnen Vereine, die hier die RFAs sind, der Chaos Computer Club Schweiz. Die einzelnen verschiedenen RFAs sind eher lokal tätig, wie gesagt, wie hier in Zürich, und betreiben zum Teil eigene Hackerspaces. Der große Zusammenschluss, der CCCZ, ist dann gleichzeitig auch ein bisschen politisches Übergebilde, einerseits nach innen, aber auch nach außen für unsere politischen Anliegen. Im letzten Jahr zum Beispiel war das PMT, das Gesetz gegen Terrorismus, das irgendwie Fridays for Future kriminalisieren will. Man möchte 12-Jährige präventiv einsperren können, oder das immer noch scheiternde Schweizer E-Voting-Projekt. Wir betreiben auch jeden Mittwoch eigentlich einen offenen Treff hier in der Bitwäscherei mittlerweile, aber der ist jetzt halt Corona-technisch ausgesetzt. Wir hoffen, dass wir Ende nächstes Jahr vielleicht wieder damit anfangen können. Wir werden sehen. Ich gebe das Wort weiter an einen weiteren Verein, wahrscheinlich die ESGMK. Ja, what a surprise, the same person comes back. Ich persönlich, mein Name ist übrigens Marc. Ich habe die Schweizerische Gesellschaft für Mechatronische Kunst mitgegründet anno 2006, mit der Idee, eben Elektronik und Kunst zusammenzubringen. Wir sind ein Verein, der auch nicht nur einen Space betreibt, sondern auch andere Veranstaltungen wie Festivals, Konzerte und Workshops organisiert seit eben über 10 Jahren. Wir haben dann etwa 10 Jahre ein Labor betrieben, das wir das Mechart Lab nennen, oder ja, das nennen wir eigentlich immer noch so. Das war ein ganz kleines, stinkiges Räumchen mit vielen Kabeln, viel Elektronik und vor allem, ich glaube, was uns ausmacht im Vergleich zu anderen Hacker/Makerspaces, ist, dass die meisten von uns dazugestoßen sind über die elektronische Musik. Wir bauen sehr gerne selber Synthesizer und sind eigentlich so auch eben Kulturveranstalter und nicht, sagen wir mal, nur ein Hackerspace, der einen Space betreibt, sondern auch Festivals. Wir organisieren auch Tourneen innerhalb der Schweiz vor allem, wo wir verschiedene Spaces miteinander verknüpfen wollen und gemeinsam ein Wochenende mit Workshops und Konzerten organisieren. Was wir auch, eines unserer Programme, das uns als Community stark zusammengebracht hat, ist unser Homemade Summer Camp, ein Sommerlager für Synthesizer-Nerds, für Elektronik-Bastler und andere Tüftler, und man kann auch einfach nur wandern. Unser alter Space eben haben wir verloren, der war auch sehr, sagen wir mal, ein bisschen unsichtbar, irgendwo im 6. Stock an der Langstraße in Zürich. Und in diesem neuen Zusammenschluss haben wir jetzt plötzlich viel mehr Möglichkeiten, auch wieder eigene Veranstaltungen zu organisieren. Die SGMK, was sollen wir sonst noch dazu erzählen?
eben, es ist ein Haufen, sagen wir mal, ein sehr offener Haufen von Leuten, die gerne etwas machen, etwas auch materialisieren. Und ihr werdet einige von unseren Programmpunkten auch sehen. Das sind Workshops, die noch kommen in den nächsten Tagen. Ich werde dazu noch mehr sagen. Wie auch Konzerte mit selbstgebauten modularen Synthesizern und so weiter, die ihr auch in unserer virtuellen Work Adventure sehen könnt. Auch hier sitzt noch jemand, manchmal sieht man es, der schon lange vor allem sich mit den blinkenden LEDs auseinandersetzt. Gandalf, unser all-time LED-Nerd, der eigentlich jedes blinkende Kit zusammenlötet. Er ist auch involviert übrigens dieses Mal in unserem Programm als Bitflasherei hier im Chaos-Kongress. Willst du etwas sagen zu der Chaos-Post? Ja, genau. Also ich bin auch langjähriges Mitglied der Gesellschaft für Mechatronische Kunst. Primär, während viele in der Gesellschaft für Mechatronische Kunst primär akustisch motiviert sind, irgendwelche analogen Synthesizer bauen oder Schaltungen, die sich mit der Erzeugung von elektronischer Musik im engeren oder weiteren Sinn beschäftigen, mache ich lieber visuelle Sachen. Im Rahmen vom RC3 mache ich da hinten in der Ecke die Chaospost Zweigstelle Bitflasherei. Naja, es gibt keinen zentralen Kongress, also müssen wir die Post dezentralisieren. Unsere Filiale ist da hinten, kommt vorbei, physisch oder auch virtuell. Hier haben wir nur ein Packis noch gekommen, der etwas über die digitale Gesellschaft erzählen will. Ja, danke Marc. Die digitale Gesellschaft ist, wie soll ich sagen, wir setzen uns seit 2011 für Bürger- und Konsumentenrechte im digitalen Raum ein und wir verteidigen die Grundrechte in einer digital vernetzten Welt. Alles ein bisschen abstrakt, aber wir haben hier eine Bitflasherei gleich da drüben, wenn ihr es kennt, unsere Geschäftsstelle. Das heißt, wir haben dort einen Arbeitsplatz, wo unser Geschäftsführer und andere Mitarbeiter natürlich den Tag durch dort ihre Arbeit vollziehen. Die digitale Gesellschaft, die beschäftigt sich mehr ein bisschen mit der Politik. Das heißt, wir reden mit unserem Parlamentarier, wir versuchen ein bisschen die Gesetze in unsere Richtung zu lenken, auch wenn es ja harte Arbeit ist und nicht immer ganz so einfach ist. Und aktuelle Projekte, die wir im Moment verfolgen, sind sicher das EID-Referendum und strategische Klagen gegen Geheimdienste und Überwachungsbehörden. Aber mehr dazu morgen um 15 Uhr auf diesem Kanal, wo wir dann quasi vorstellen, was wir die letzten Jahre gemacht haben und was wir dann ins nächste Jahr auch wieder tun werden. Ja, eben, ich glaube, wir werden nachher noch kurz über das Programm hinweggehen. Vielleicht kannst du auch noch zu diesen Vorträgen etwas dann nachher noch sagen. Wir haben noch einige Gäste auch online eingeladen. Vielleicht könnten wir die mal zuschalten. Es ist möglich, dass ihr uns dann für ein paar Minuten nicht mehr hört. Ich bin auch noch nicht ganz sicher, ob sie ready sind, aber wir können mal versuchen. I'm going to be able to do that.
Einführung. Leider habe ich selbst nicht zuhören können, das geht nur direkt für euch alle da draußen in den Stream rein. Wir sind alles auch noch am Experimentieren. Wir haben hier ein Studio aufgebaut. Die Bitwäscherei, wie ihr seht, ist ja auch einer der Chaos-Kanäle. Wir werden in den nächsten Tagen ein spannendes Programm für euch irgendwie streamen, das sowohl für alle Leute innerhalb des Kongresses wie auch für die Welt einsehbar oder einhörbar sein wird. I want to also sometimes say a few things in English. This year we have in fact kind of these different groups that are very active in using the space Bitwäscherei as a production studio. One is Bitwäscherei as this new collective, as I mentioned before, and it's a collaboration between all these different communities. And we have another assembly that's related to Bitwäscherei. It's called the Hecteria Global Network. It's about using an open source approach to biology, to science, to laboratory technologies and so forth. Maybe you see my t-shirts. I'm wearing a FOSS Asia t-shirt. Hecteria as a network has been very active connecting different places all over the world. It's a network of artists, hackers, makers that work together, not on kind of making blinker shit, but also working with genetics, working with bacteria, working with science protocols, building laboratories out of kind of lost and found items and so forth. And a lot of people in the Hecteria network, of course, are not physically here. They're some on some remote islands in the tropics, in Japan, in Indonesia, in India, you name it. So this is kind of one node of the Hecteria network is also here in Zurich, and I'm also now talking a bit about what we have been initiating here. It's a new open access or public accessible laboratory for open science. We call it Open Science Laboratory,
where we can, you know, experiment, learn to work with bacteria, to work with growing mushrooms, to work with kombucha, leather making, and so forth. I just now look at the lab, in fact, it's behind the camera, and after 10 years of the Hectera history, it's extremely interesting to finally set up a physical space for interactions. So these three assemblies or three groups of Digitale Gesellschaft, Bitwäscherei as a collective and Hectera, we're using the same stream together, and we also have a shared program together. So now I want to give a little announcement of our program. We have a nice little overview on this website. Also, we have built a nice work adventure environment where you see you can go to different places. There is an exhibition by the Swiss Mechatronic Art Society. There is a bunch of synthesizers that you can look at or listen to. There is like installations for virtual reality experiments. And of course, there's a Waffle Laboratory. We also have a few workshops coming up, and I will go a bit through the program. And as I said, there is also a related assembly around the Global Hectera Network, which runs a laboratory here. And if you go on our world map in Bitwäscherei, you'll find a tropical island. And if you take the mushroom, it will transport you to another world. Talking about the virtual work adventure, I would also invite everybody in half an hour at 6 o'clock to join our work adventure Bitwäscherei environment, and we can give you a guided tour through our installations and through our projects that are set up in our virtual representation. So if we look at the program, I think the easiest is that we just open the website of the RC3. So Bitwäscherei program announcement is not so interesting, that's just event now. But there is a, oops, I'm in the wrong one. So, okay, I start with this one. This one was kind of... So, here you find our program. We have a lot of rooms and we have a lot of kind of different spaces with a lot of project that you can look on our assembly page. And we have here a non-sorted program that comes this week. Tonight we have an introduction for a workshop that's going to happen throughout the next couple of days. It's about building musical instruments from found objects and 3D printing. Pfeif drauf. It will be held sometimes in German, sometimes in English. Kaspar König, an artist around our communities, will introduce you into how to make a pfeife, a whistle, I think in English. Tomorrow, we'll have a whole series of talks, some of them from the official curator program, and some of it are people in our network that will present on our stage here. We have, as mentioned already, the Schweizer Netzpolitik, Swiss politics, digital net politics. We have visualization of data, we have digital integrity, and so forth. So there's a whole talks program that we will live stream tomorrow. And we also have workshops coming up mostly around Wednesday, I would say, on making your own printed circuit boards with a DIY method that are flexible, and they are also a sticker. So if you ever wanted a Blinkre LED sticker, you can learn how to do this by Zohar from the idiot.io, which is our current hacker maker idiot in residence. We have a workshop on RGB, LED, shadow, puppetry, and experimentation. What else do we have here? We have a DJ set. This I will talk about later. So keep track on our program. Some of the program will be on the live stream. A lot of the other parts of the program will be somewhere in the virtual world using Work Adventure or different big blue buttons and Jitsi rooms. And from the Global Hectera Network, which is, we also produce content from our studio here. We have an interesting program more about biology and bio art. And we have a few people in the network represented, such as Gaudi Labs in Luzern, or Life Patch in Indonesia, or our recent project in Okinawa called Oki Wonder Lab. And we have an online exhibition from an online collaboration from organized from Taiwan called Having Friends in the Future. And we also, I think most interestingly, have a sauna evening where Andrew Griff Patterson will read us some theory media text live from the sauna. One of the highlights as a workshop that comes up in the coming days from the Hectera Network
is Adam Zaretsky, a pioneer in working with genetic media as a as an art form, and he will introduce his work tomorrow at the talk, and there will be a workshop. I forgot the date. We can find it out. Maybe it's written on the website on the 30th at 2 o'clock. It's an introduction in using DNA as a creative tool for hackers, making poetry with GATC and so forth. There you find the information if you click on our assembly of the Hackteria network. We also host a series of hangouts and discussion in our assembly. One is about soil. We have a project called Humus Sapiens, which was presented at the Chaos Congress last year. It's bringing hackers, farmers, permaculture enthusiasts, and IT geeks together to talk about Dreck, soil, Boden, and so forth. And we have a interesting global panel about LAMP, L-A-M-P. This is a diagnostic tool to detect, for example, a virus. Similar to polymerase chain reaction, PCR, this is an even more affordable and more robust technique that can be used to detect viruses or any other genetic analysis. And we invited a bunch of pioneers of open source approaches to LAMP from Chile, from Japan, from Indonesia, from Singapore, from Luzern, to join and have a 2 hours kind of assembly. You're well welcome to join. And with this, I wanted to end with our last point. So I go back to the music lounge. As you maybe see, you don't see, but we also have a music program, in fact, physically happening in the fifth floor. Some of our network from the Chaos and the local scene have set up an extremely interesting live series of live concerts that are live produced just for you. There is like one musicians after the other using the upstairs studio for making electronic experimental music and many other genres of music. It's called Audio Asyl, and maybe he's even around. If not, you will be able to find it in our programming as well. And whenever we have no active live stream using the camera and the voice, we will also put this stream in our Bit channel, Bitwäscherei channel. So we have a spannendes live Chaos Lounge Musikprogramm im fünften Stock, dass wir super Künstler und Musiker eingeladen haben, die nächsten Tage euch auch zu bespielen. Das wird 72 Stunden durchlaufen. Wenn immer auf diesem Kanal kein Live-Video-Feed ist, dann spielen wir euch auch diese Tracks hier ab. Oder ihr könnt sie auch finden direkt auf dem Livestream von audioasyl.net. Der war auch schon seit 20 Jahren, glaube ich, immer an der Chaos Lounge Musikprogramm aktiv und macht das heute hier bei uns im fünften Stock. Damit vielleicht sind wir, glaube ich, durch mit dem Programm. Was wir heute noch vorhaben, wie gesagt, ist, dass wir uns um 7 nochmal treffen. Live werden wir auch durch den Raum führen und ein paar Ecken und Gadgets und Blinkershit vorführen können, was wir hier aufgebaut haben in den letzten paar Monaten, worauf wir auch stolz sind, diesen neuen Hackerspace mit euch zu feiern. Das ist um 19 Uhr. Um 18 Uhr fände ich super, wenn einige Leute von euch uns in der virtuellen Work-Adventure-Welt treffen würde. Bitwäscherei, ihr findet das ja irgendwo. Wir sind da irgendwo im Süden, nach Erfa South irgendwo, muss man dann nach Nordosten gehen, hinter den Bergen, irgendwo ist die Bitwäscherei. Dann können wir auch ein bisschen zeigen, was wir virtuell schon für euch vorbereitet und aufgebaut haben. Ich glaube, damit bin ich, glaube ich, durch, oder? Ich sehe, da ist mein Bild. Hat jemand eine Frage? Hier. Wir haben ein kleines Produktionsteam hier. Vielen Dank übrigens, Claude, dass du das alles so perfekt vorbereitet hast. Und ja, ich glaube, dann sage ich euch Tschüss und ich sehe euch in der virtuellen Chaos Experience überall. Und kommt auf Besuch in unser Work Adventure. Schaut diesen Stream wieder mal, schaut wieder mal in diesen Stream rein. Gut.